Cordoni, gestern Vierte. Dann wart man natürlich gespannt auf Vlhová und auf Elisabeth Reisinger. Ja, Cordoni, durchaus eine Läuferin, die das auch drauf hat. Gut. Ja, bleibt hier gut auf Zug. Also, es schaut wunderbar aus. Fahrt ziemlich am Limit. Schau, fahrt da ganz eng rein. War die erste, die jetzt das Tor überhaupt berührt hat. 58,92, noch immer die beste Zwischenzeit. Die ist sogar schnellste jetzt, Alexandra. Sehr saubere Fahrt. Da wird sie zwar etwas weiter. Jetzt ist wichtig, dass sie das nächste Tor noch halbwegs erwischt. Macht sie, das wird jetzt interessant. In den letzten Metern, sie attackiert wie im Super-G. Ja, nur wenig verloren, 13 Hundertstel. Hat dann noch die Chance, vielleicht Bassino und Brignoni und auch Schifrin abzufangen. Ah, jetzt allerdings da ein bisschen weit draußen. Ja, aber das wäre knapp, das wird jetzt ein Hundertstel-Match. 1,29,41, um hier die Überraschung zu... Das wird die Überraschung, das kann sich ausgehen. Elena Cordoni, wieder eine neue vorne.